Und damit herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich wünsche allen mal einen schönen Samstagmorgen. Wir haben jetzt 7:15. Ja, ich habe durchgemacht, deswegen nehme ich jetzt ein bisschen auf, wenn mir gerade langweilig ist. Und ich habe mir gerade einen Kaffee eingeschenkt. Ich dachte, das wäre vielleicht mal eine lustige Begrüßung. Kann man ja mal ausprobieren. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr es lustig fandet oder auch nicht. Ich muss gerade mal wieder gucken, was haben wir alles dabei. Wir haben einen abgeschlagenen Stein dabei. Dann brauche ich, was brauche ich denn? Ich brauche einen Ast. Ich sehe den abgeschlagenen Stein gerade erst, deswegen ich will gerade mal was gucken. Überlebenskunst. Steinaxt. Wir brauchen Bindfaden oder einen Stofffetzen. Bindfaden oder einen Stofffetzen haben wir hier, glaube ich. Bindfaden. Bindfaden. Faden. Bindfaden. Den nehmen wir mal ein. Und bauen uns eine Steinaxt. Also am besten mit Bindfaden. So. Jetzt haben wir hier die Steinaxt. Ist nicht so gut wie die normale Axt, aber ist halt das Natürliche, was man aus der Natur macht. Ich meine, wir können es ja mal machen, wir können sie ja auch auf die Seite legen. Ich meine, wir haben ja noch eine andere Axt, die ist nicht, obwohl die ist auch ganz gut, aber wir haben ja hier noch eine Ersatzaxt. Aber ich dachte mir, können wir ja mal machen. Und ich würde sagen, wir nehmen mal, oder wir gucken jetzt erstmal unsere Bandage an, die ist noch gut. Wir gucken gerade mal, ob wir was brauchen. Wir sind immer noch verbrannt, dann legen wir uns gleich mal noch eine Bandage an. Wir werden langsam schläfrig und sind hoch angestrengt. Wir sind wohl genährt. Haben 76 Fähigkeitenpunkte, aber nicht genug Fähigkeiten, um die Punkte zu verwenden. Ich würde sagen, wir schauen mal schnell nochmal. 30 Äxte brauchen. Checken mal die Fallen. Falle überprüfen. Und schauen mal, ob da was drin war. Da war bestimmt was drin. 3 Köderfischle. Überprüfen wir die zweite Falle. Hier der schöne große See. Jetzt müssten wir so um die. Ja, 6 Köderfische. Das geht eigentlich. Die schmeißen wir uns jetzt erstmal in unsere Angelkiste rein. Hier. Wo wir inzwischen 27 Stück haben. Noch Löffel brauchen wir nicht unbedingt, Flaschen auch nicht unbedingt. Die Müllsäcke nehmen wir mit. Dann basteln wir uns gleich mal was. Dann gucken wir mal, was brauchen wir noch für ein. Ich würde jetzt mal so ein bisschen das Überlebenstechnische herstellen. Ja, wir brauchen 3 Bretter. Ist billiger als mit 2 Baumstämmen, weil 3 Bretter sind halt irgendwie doch. Ist ein Baumstamm. Also aus einem Baum können wir uns 2 machen. Dann will ich kurz bei Bauen gucken, was brauchen wir für die Regentonne. Ich weiß noch nicht, welche wir bauen. Wir bauen jetzt, ich würde sagen, erstmal die obere. Da brauchen wir 4 Bretter und 4 Nägel für. Die Nägel haben wir alle in der Base oben, wo ich heute mal noch ein bisschen weiter bauen will. Ich meine, wir haben jetzt genug Zeug. Ja, wir sind schläfrig und ich würde sagen, wir schlafen mal ein Stündchen oder 2, um uns auszuruhen. Schlafen, nicht ganz 10 Stunden, schlafen mal 2 Stündlein. Ich würde sagen, 2 Stündchen reichen, um uns wieder abzuregen. Dann rushen wir schön da hoch, kümmern uns um was auch immer wir uns gerade kümmern wollen. So, damit wir uns nicht verlaufen, zoome ich ein bisschen raus. So. Und hoch da und. Kommt durch. So ist brav. Was es auch gibt, man kann Baumstämme aneinander binden mit Seilen oder, ja, es geht eigentlich nur mit Seilen. Wenn man 4 Seile hat, kann man 4 Baumstämme aneinander binden, dann wiegen die nicht so viel, bringt aber eigentlich relativ wenig. Also, lieber gleich vor Ort zersägen und als Bretter mitnehmen, ist wahrscheinlich besser als jetzt 4 Baumstämme aneinander binden, hintragen, auseinanderbinden und so weiter und so fort. Und, ja, wir haben angefangen, wir haben unseren kleinen Lagerraum hier mal fertiggestellt. Wir nehmen jetzt erstmal die Nägel mit, wir nehmen uns noch die Schachtel mit Nägel, packen die direkt aus. Hier Schachtel mit Nägel, Nägel entnehmen. Wir nehmen den Hammer, haben wir dabei. Brett nehmen wir uns nur raus. So, den Holzspäher hätte ich zu Hause lassen sollen. Den packen wir uns mal weg. Dann war auch noch Äste und 30. Die Säge werden wir mitnehmen. Und den Rest können wir eigentlich so lassen. Jetzt holen wir erstmal noch ein paar Brettchen. Hey, da ist ein Baumstumpf. Cool. Baumfällen. Ja, damit wir gleich mal ein paar mehr Bretter haben, Baum fällen. Fällen wir gleich den zweiten Baum.
zersägen die Baumstämme auch gleich und basteln uns danach mal einen Lagerfeuerbausatz und die Regentonne. Und dann holen wir mal so nach und nach Stuff einfach rüber, dass wir so nach und nach umziehen können. Ich habe mir überlegt, ein bisschen offscreen einfach an der Base zu bauen, aber das unterlasse ich dann doch, weil ich bin so ein Let's Player, ich will alles zeigen. Und offscreen mache ich eher selten was, außer wenn es jetzt wenn die Folge crasht und ich neu spielen muss oder so, dann mache ich das auch mal offscreen, aber ansonsten spiele ich eigentlich seltenst offscreen. So, die Regentonne, wo stellen wir die Regentonne hin? Ich würde mal sagen, nicht ins Lager und auch nicht so dicht am Gebäude, stellen wir sie mal hier hin, so als Zeichen dafür, dass wir hier mal mit dem ersten, ich sag mal, gebäudetechnischen Regentonnen 0% übrig. Ja, wenn es regnet, wird sie sich wahrscheinlich füllen und dann stellen wir uns doch gleich mal noch einen Bausatz her. Einmal verarbeiten. Dann können wir hier machen ein Feuer, dann stellen wir den da. Wo machen wir die Feuerstelle rein? Ich würde ja sagen, auch hier irgendwo auf dem Weg. Dann breiten wir uns eher Richtung Süden, also in Richtung hier hinten aus mit dem Gebäude. Wir können noch nach oben und unten bauen. Und hier bauen wir dann so eine Art Sicherung und alles, was man halt so braucht. So, bauen wir noch ein paar Holzwände. Weil müssen wir ja. Nein, da nicht. Hier wieder. Und ich weiß noch nicht, ob wir ein zweites Stockwerk brauchen. Zwingend erstmal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal ein paar Bretter besorgen. Hier oben liegen noch Sachen. Ah, doch nicht? Okay. Dann fäll mal den Baum. Wir müssen demnächst eh mal wieder in die Stadt Nahrung besorgen. Etc. pp. Vielleicht neue Müllsäcke. Wir können ja uns nicht nur auf eine Regentonne verlassen. Ich würde da schon gern vorsorgen und ein paar mehr mitnehmen. So, zack, 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 zack. Brrrt. Gut, dann packen wir gleich mal wieder Reisig weg. Die Bretter nicht. Ist der Leintuch weg? Da liegt noch ein Ast. Packen wir auch gleich ein. So. Da haben wir jetzt leider die Holztür schon gebaut. Da werden wir dann irgendwann mal noch eine andere Holztür suchen müssen. Also irgendwo eine Tür zusammenschlagen, dass wir die Bauteile kriegen. Das werden wir bei unserem nächsten Besuch in der Stadt auch erledigen. Dann stellen wir da noch eine Holzwand hin. Fenster würde ich jetzt erstmal noch nicht sagen. Treppen, brauchen wir die jetzt noch zwingend? Nein, wahrscheinlich nicht. Eine Bar brauchen wir hier unten wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, hier machen wir mal den Eingangsbereich. Den Generator werden wir dann später nach draußen stellen müssen, weil man den nicht drinnen benutzen sollte. Wissen für den Betrieb benötigt. Das heißt, wir müssen erst noch irgendwo ein Heft finden, wo das drin steht, wie man den betreiben tut. So, jetzt gucken wir gerade mal, wie viele Bretter haben wir noch? 5 Stück, das wird nicht reichen für viele Wände. Gerade mal für eine. So, da bauen wir dann die nächste Wand hin. Machen wir hier einfach dicht und bauen uns dann in die Richtung aus, dass wir so ein längliches Lagerhäuslein machen mit mehreren Räumen. Und hinten bauen wir dann das große Haupthaus mit dran. Ich meine, wir haben ja hier hinten viel Platz. Zur Not machen wir auch eine schöne Bar im Obergeschoss. Jetzt holen wir hier einfach erstmal alles raus. Ich glaube, die Schrauben, die brauchen wir hier nicht zwingend. Zack, 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 nach die Kiste leer. Dann nicht das. Nimm die Crate mal. Und dann machen wir uns das jetzt mal fein säuberlich hier in die Ecke. So, was wollen wir hier hinterlassen? Ich würde sagen, erstmal ein Hammer. Den Schraubenzieher und die Schrauben nehmen wir mal mit. Packen wir uns aber in die Tasche. Da, wo es nicht so schwer wiegt. Die Bretter, die Sägen und so weiter, den behalten wir jetzt mal. Und ich habe was rausgefunden. Die Ecken, ich weiß nicht, ob man es sieht, die schließen nicht ganz ab an manchen Stellen, obwohl jetzt, wo wir so weit sind, schließen die gut ab. Sonst bräuchten wir die Holzsäulen, die wir dann in die Ecken stellen, zum Beispiel hier.
sieht man jetzt bloß nicht wegen dem Winkel. Da kann man oder sollte man nochmal so eine Holzsäule reinbauen, dass es schön abgeschlossen aussieht. Muss man nicht zwingend machen, kann man machen. Naja gut, wir gehen jetzt erstmal, man sollte nicht aus dem See trinken, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, suchen uns was zu trinken. Beziehungsweise nehmen uns einfach was zu trinken. Und dann gehen wir mal, wahrscheinlich gehen wir mal auf den Weg bis zum Basiscamp, sollten wir in der Folge noch kommen. Und in der nächsten gehen wir dann nochmal zum Baumarkt und gucken mal, ob da Sachen nachgespawnt sind. Ich meine, wir waren jetzt ein paar Tage nicht mehr in der Stadt, jedenfalls im Baumarkt. Auf jeden Fall sollten wir mitnehmen Mülltüten, so viele wie wir kriegen können, und Nahrung, wenn möglich, und anderes Zeug halt, alles was man kriegen kann, würde ich sagen. Ich meine, wir haben ja gleich das Lebensmittelgeschäft nebenan, neben unserem Baumarkt, wo wir looten gehen. Vielleicht gehen wir auch mal, ich gucke nach der Folge mal auf die Karte, ob wir ins Polizeirevier gehen sollten, wollten. Dann gucken wir mal, ob wir ein paar anständige Waffen finden, Munition etc. Pipi. Trinken. So, jetzt haben wir Hunger. Jetzt haben wir ein gutes noch. Wir haben noch den Joghurt, die Orange. Ansonsten, na, es. Verrotteten Erdbeeren würde ich eher weniger empfehlen zu essen. Wir können aber ein paar Käsenudeln essen. Wir könnten uns Pasta machen. Ja, ich würde sagen, wir essen jetzt einfach mal die Käsenudeln hier. Hau hin. Und dann sind wir fit. Dann machen wir unser Inventar leer. Sprich, alles, was wir gerade brauchen. Ich hätte die Nägel und die Säge da lassen sollen. Fällt mir gerade auf. Dann packen wir es einfach jetzt mal hier mit rein. Nägel. Säge, davon werden wir wahrscheinlich auch etliche mitnehmen wieder. Gerade Nägel und Sägen und weiß der Kuckuck was. Dann packt den Holzspeer damit rein. Beziehungsweise, ja egal. Dann können wir später umpacken, wenn wir dann zurück ins große, ins neue Lager gehen. Ich meine, das wird ja eh unser altes jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir schlafen dann auch erstmal noch ein bisschen, so ein Stündchen oder 10. Bevor wir dann endgültig weitergehen. So, den Hammer packe ich noch schnell mit weg. War die mittlere? Ja, war die mittlere. Dann rüste ich die Axt beidhändig aus. Da haben wir fast kein Gewicht mehr. Das Bullen hier. Den Schlüssel bräuchte ich eigentlich nicht. Aber mal schauen. So, wir ruhen jetzt erstmal. Oder wir pennen einfach die 10 Stunden durch. Ich meine, dann haben wir auch wieder relativ früh und können schon mal auf den Weg gehen. Sind ausgeruht, sind fit. Wenn ihr unterwegs noch ein Haus looten, da was zu futtern finden. Ah, es wird ein bisschen kühl, ich hätte die Tür zumachen sollen. Fällt mir auf, egal, wir werden uns jetzt einfach warm laufen. Mal gucken, nehmen wir uns noch irgendwas mit, essenstechnisch. Ja, ich würde sagen eher weniger. Ah, lass mal die Orangenlimo einpacken, nur für den Fall der Fälle. Ansonsten brauchen wir eigentlich nicht arg viel. Nö. Dann. Nein, mach das Fenster zu, du Trottel. Du sollst die Tür zu machen. Hauen wir mal ab, wärmen uns ein bisschen auf mit ein bisschen Frühsport und rushen mal runter zur City. Nach der Folge will ich kurz auf die Karte gucken und dann überlegen wir uns, ob wir ins Polizeirevier gehen oder ob wir es einfach bei Baumarkt und Lebensmittelgeschäft belassen. Und ja, gehen wir einfach mal Richtung City. Wo wir dann natürlich auch schauen werden, ob wir noch ein bisschen was anderes finden als das übliche Werkzeuggedönse. Ich meine, eine Million Hämmer brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen und auch keine Million Äxte oder so. Verdreckte Bandage. Haben wir eine Ersatzbandage dabei? Müssen wir einen Zombie looten, wenn wir einen finden. Da lang. So, 5 Zombies getötet, favorisierte Waffe, Axt. So, ich zoome mal ein bisschen raus, wird ein bisschen laggen, dann zoomen wir doch lieber wieder rein. Das Spiel läuft eigentlich flüssig auf 30 FPS, wenn ich nicht zu weit rauszoome. Wenn ich rauszoome, dann geht es bestimmt runter auf 20, was ich ein bisschen nicht so toll finde. Sollte man ein bisschen am Weg bleiben. So. Also ich hoffe, oder ich denke mal, dass wir auch den einen oder anderen Zombie finden werden, wenn wir hier durch die Straßen rennen. Wir sind schon gemäßigt angestrengt und es ist kühl. Ja gut.
sollte mal runtergehen, runtergehen, runtergehen. Gesundheit, verdreckte Bandage. Ich will die jetzt aber nicht entfernen. Das machen wir dann, wenn wir eine Ersatzbandage aufgetrieben haben. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, irgendwo ein bisschen. Ich muss mal gucken auf der Karte, ob wir eine Apotheke in der Nähe haben, dass wir medizinische Vorräte plündern. Und dann schauen wir mal, dass wir Elektrotechnik ziemlich weit skillen und hoffen mal, dass wir irgendwo so ein Büchlein finden. How to nutzt den Generator. Weißt du, wie ich meine? Jo, wir sind wieder an der Teerstraße. Hier vorne steht dann gleich auch unser Zelt. Dort könnten wir kurz rasten. Zelt schlafen. Wir sind nicht müde genug. Alles klar, dann können wir uns ausruhen. Ja, ich spüre mal ein bisschen vor die Zeit. Gut, wir sind wieder gut zu Fuß. Es ist immer noch ein wenig kühl. Vielleicht finden wir ein paar Klamötchen unterwegs. Schauen wir mal. Ich meine, haben wir eigentlich gar nichts, wenn man so will. Aber gut, wir finden schon was. Hoffe ich, denke ich, meine ich mal. Ah, wir sind schon wieder angestrengt. Hat also nicht viel gebracht zu rasten. Juhu. Dann schauen wir doch mal, ob wir in der City was finden. Ich denke aber, wir werden mal gucken, ob der Baumarkt noch geplündert ist oder ob das schon respawned ist. Wenn es respawned ist, packen wir uns natürlich gleich wieder die Taschen voll. Und gucken dann gleich mal weiter. Den Schlüssel, ich würde den schon gern irgendwo droppen. Der Zombie scheint hier nackt. Der hat Schuhe, aber die brauchen wir nicht unbedingt. Und ein leeres Notizbuch, das wir auch nicht brauchen. Ja, halten wir mal aus schon nach weiteren Zombie-Leichen, zum Beispiel der da unten. Der Typ hat doch bestimmt einen Pullover, den wir zu Stoffwechseln zerreißen können. Und die ziehen wir jetzt einfach mal kurz an, damit uns warm wird. Oh, dann haben wir auch mal wieder was an. Dann würde ich sagen, humanmedizinisch werden wir mal unsere Bandage. Wir müssen reinigen. Sauber brennen. Da werden wir jetzt gleich wieder panisch, aber das macht ja nichts. Ja komm, beruhig dich. Fähigkeiten. Humanmedizin dauert noch ein bisschen. Ja gut, wir haben jetzt geringfügige Schmerzen. Sind panisch. Aber was soll's. Es leckt gerade ein bisschen. Ich warte mal kurz. So, geht wieder. So, dann checken wir mal den Mülleimer aus. Der ist leer. Schade eigentlich. Ich hätte gern ein paar Mülltüten eingepackt. Schauen wir mal ins Gebäude rein. Gehen mal rein. Schauen uns mal um. Eine Agrarzeitschrift haben wir gelesen. Wir nehmen mal Zeitung und Zeitschrift mit. Packen die gleich mal in den Umschlag. Okay, die Radios sind... Zwei Stück. Puh, eine Zeitlupe. Ich weiß nicht, warum das gerade alles in Zeitlupe abläuft. Puh. Scheint offenbar ein bisschen zu lecken. Bleichmittel werden wir brauchen. Wir nehmen mal die Laken mit. Wir gucken gleich auch nochmal, was wir brauchen für unsere Matratze. Allgemein Matratze. Matratze. Da brauchen wir 5 Kopfkissen. Wir brauchen 5 Laken. Also okay, werden wir sammeln. Werden wir alles noch finden. Wir trinken hier mal einen Schluck. Okay, hier ist auch niemand mehr. Was haben wir da? Ausschalten, da brauchen wir nicht. Okay, wir haben einen Müllsack. Finde ich gut. Streichholz nehmen wir mit. Fertiggericht. Radieschensamen. Dosenfutter. Und Chips. Chips. Käsenudeln. Die Mausefalle können wir mal einpacken. Okay, hier haben wir wieder mehr zu essen drin.
Das nehmen wir uns natürlich alles mit. Reinigungsmittel, ich weiß nicht, nehmen wir einfach mal mit, packen uns ein. Vielleicht brauchen wir es, vielleicht auch nicht. Frisch Dörrfleisch. Pack ihn. Und dann schießen wir einfach mal den ersten Mist einfach in die Tasche. Die Stofffetzen sind nicht unbedingt. Beziehungsweise die trocknen zumindest nicht. Die streiche als so, das packen wir weg. Bloß nicht meine Kippen. Die brauche ich so im Inventar. So, packen wir den Zucker weg. Dann schauen wir mal, ob wir die hier sauber kriegen. Scheiße, brauchen wir wahrscheinlich die Flasche für. Aber wir haben ja hier noch eine tiefgefrorene Scheiße. Ich weiß nicht, wozu man das Kühlkissen brauchen könnte. Tiefgefrorenes Steak, Erbsen, Speiseeis. Na gut, why not? So, die kleine Heimbücherei. Kochen für nicht mehr Anfänger brauchen wir alles nicht. Zeitschrift. Ja, pack Einkommen. Wir haben schon mal eine eingepackt, dann packen wir uns auch gleich die Zeitschriften und Zeitungen ein. Langeweilevertrieb, Bücher, jetzt eher weniger. Zeitschriften, Zeitschriften, Fischen für Anfänger, haben wir hier noch was? Offenbar nicht. So, dann machen wir uns mal bereit und gucken mal hier in den kleinen Lagerraum. Okay, hier haben wir Möbel. Finde ich gut. Brauchen das alles eigentlich. So, dann gucken wir mal, wie viel Platz haben wir da noch? Genug. Schmeiß mal den Shit. Ja, auch die schmutzigen Stofffetzen jetzt. Ist ja Wurst. Batterie. So, alles weggepackt. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Immer die Axt im Anschlag halten, weil du weißt nie, wenn du in den Raum kommst, ob da ist ein Zombie drin und so. So, hier dürfte... Schade. Schlaftabletten. Mit. Können wir immer brauchen. Was wir auch machen können, wir können die Vorhänge entfernen. Dann haben wir die als Laken dabei. Dann haben wir hier schon mal, wie viele Laken haben wir hier? 3. Okay, hier haben wir keine Vorhänge. Da haben wir wieder Vorhänge, die machen wir auch mal weg. Dass wir mehr Laken bekommen. Dass wir die Laken einfach schon mal abhaken können und die Schlaftabletten packen auch gleich weg. Dann gehen wir zuerst in das Zimmer. Okay, hier haben wir Zeitschrift. Pack ein. Brauchst du nicht. Brauchen wir nicht. 10 mm Patronen, pack rein. Normaler Wanderrucksack haben wir schon. Die Vorhänge entfernen wir. Mal gucken, wie viel brauchen wir noch. Hatten den einen noch. Und dann brauchen wir 5 Kopfkissen. Die holen wir uns jetzt auch noch. Hoffe ich. Okay, hier haben wir einen großen Wanderrucksack. Haben wir schon. Haben wir auf dem Rücken. Ansonsten ist hier drin eigentlich nichts. Nochmal ein Badezimmer ohne irgendwelche Schränke oder so. Das Badezimmer haben wir auch schon gelootet. Ja gut, dann sind wir hier in dem Haus eigentlich fertig und können unseren Weg bestreiten Richtung... Beziehungsweise gucken wir noch kurz. Beta-Blocker nehmen wir mit. Die braucht der sicher nicht mehr. Da ist noch ein kleiner Schrank. Agrarzeitschrift haben wir gelesen. Okay, dann hau mal ab. Verschwinden von hier. Und wie ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die Zeit hinaus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann endgültig dann beim Baumarkt ankommen. Und bis dahin auf